Oh, Katastrophe. Heute, das nächste Kind ist wieder krank. YouTube-süchtig. Nein. Ja, deswegen bin ich heute Montag auch zu Hause. Und der Dennis ist immer noch nicht da. Dennis, wo bist du? Was ist los? Was hast du geschrieben? 12 Uhr kommst du denn? Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss auf alle Fälle noch in den Keller runter, ein bisschen was tun. Ein bisschen was hin und her schieben, arrangieren. Wollte Videos machen, das kann ich nicht. Jetzt bin ich zu Hause und passe auf die Kleine auf. Es ist schlimm, ey. Wie ein Affe. Wow! Und versinkt da, ich habe wieder einen neuen Abonnenten. Ich freue mich sehr. Fantastisch, Teddy, freust du dich? Herzlich willkommen in der großen Gemeinschaft von Tommy. Und so, ja, also schön ist es. Schön ist es. 143 Abonnenten jetzt. Mann, ich habe ein Jahr gebraucht, um 100 zu bekommen. Jetzt habe ich 2 Monate gebraucht, um 43 zu bekommen. Es potenziert sich, es potenziert sich. Ich habe mal ausprobiert, übrigens mit Facebook, über Facebook. Wie uns gibt es auch auf Facebook, 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 Facebook. Gibt es uns auf Facebook. Ratet mal, wie wir heißen? Fahrradsalon. Ratet mal, wie heißen wir? Fahrradsalon. Na? Vielleicht fällt es euch ein. Richtig, Fahrradsalon. Da habe ich tatsächlich mal probiert, einen Beitrag. Was heißt probiert? Ich habe einen Beitrag hochgeladen. Ich weiß ja nicht, wie man dazu sagt. Ich weiß ja, veröffentlicht. Einen Beitrag veröffentlicht. Oh, bin ich ein Legastheniker. Ey, echt, was Internet angeht, ist wirklich schlimm. Unglaublich. Ich bin halt nicht mehr jung. Ja, mein Sohn, naja. Mein Sohn, der wollte auch kommen heute. Wollte ja heute kommen? Der wollte heute kommen. Ja, ich habe einen Beitrag veröffentlicht. Mann, Mann! Und zwar Marlies malt ein Bild. Ja, das finde ich ja toll. Und ich möchte sie ja gerne irgendwie unterstützen in jeder Hinsicht. Und ich bin ja schon froh, dass sie jetzt angefangen hat, wieder zu malen. Und die kann super malen. Also es ist unglaublich. Ihr werdet begeistert sein. Ohne Scheiß, das ist total toll. Also ich finde es toll. Ich finde es toll, weil ich weiß natürlich, ist das nicht alles mein Geschmack, ja. Aber ich weiß, sowas wird den Leuten gefallen. Sowas gefällt Kindern. Die Kinder finden sowas geil, genial. Und für Bücher ist es genial. Die kann einfach gut malen. Die ist so voll Fantasie. Steckt die Frau, das ist unglaublich. Ich weiß ja nicht. Ich bin begeistert. Ich bin ihr größter Fan, definitiv. Das gebe ich auch zu. Das macht es allerdings manchmal auch sehr schwierig, sie zu loben und aufzubauen, weil sie ja natürlich sagt, ach naja, du findest ja alle gut, was ich mache. Aber ich bin, das ist gar nicht so. Ich bin da gar nicht so. Ich bin gar nicht so verblendet oder so. Ich sage ihr schon, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann knallhart, klipp und klar. Ja. Aber habt ihr auch das Problem, dass ihr jemanden, zum Beispiel euren Partner oder so, und der kann was wirklich gut, und wenn ihr ihn lobt oder wenn ihr sagt, das hast du richtig gut, das ist richtig toll, dass das kein Gewicht hat. Habt ihr das auch? Also ich habe das bei meiner Frau, wenn ich sage, sieht richtig gut aus, richtig toll. Du sagst ja immer, ich sei toll. Ja, das zählt nicht. Das ist so, als wenn, weiß ich nicht, da könnte übertrieben, wir sehen, ein Penner von der Straße kommen und könnte sagen, wow, das toll aus. Ja, und nur weil er einen Euro haben will, würde er das sagen. Dann würde sie dem mehr Gewicht beimessen und sich geschmeichelter fühlen, als wenn ich das sage. So, also übertrieben gesehen, ist es so tatsächlich. Fakt ist, ich habe diesen Beitrag veröffentlicht und habe ihn beworben. Ich habe mich immer gewundert, warum bei Facebook, ich habe ja nicht einen Freund bei Facebook, doch, ich habe einen Freund. Das ist mein Sohn. Mein Sohn ist mein Freund. Ja, also ich habe insofern nicht einen Freund bei Facebook. Mittlerweile habe ich die Seite auch schon ein Jahr. Und habe mich gewundert, wenn ich einen Beitrag veröffentliche, dass das keine Kreise zieht tatsächlich. Also das, keiner klickt auf die Seite, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Ich meine, ich mache natürlich jetzt nicht Facebook auch noch so intensiv. Ich weiß gar nicht, wie man Facebook betreibt tatsächlich, also wie man seinen Facebook-Account pflegt. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon.
wenn ich jetzt ein Video veröffentliche zum Beispiel, dann habe ich das bisher immer nur einfach verlinkt, ja, und habe dann in meinen Beitrag geschrieben, heute wird das erste BMX aus meinem Shop verhökert, sagt es weiter, Video wie immer bei YouTube. So, zum Beispiel habe ich noch dazu geschrieben. Und dann darunter den Link quasi, oder eben so ein, dieses, naja, was man denn so verlinken kann, dieses Bild von eBay oder eben von YouTube. Also, so, ich habe jetzt nichts Besonderes, Rauschnitt sozusagen. Da macht, finde ich, weiß ich nicht, irgendwie scheiße. Und da habe ich mich gewundert, warum funktioniert das nicht. So, jetzt ist es ja so. Nur habe ich es beworben. Habe es mit 17 Euro beworben gestern Abend. Und habe mittlerweile 280 Personen erreicht, tatsächlich. Was aber überhaupt nichts zu sagen hat. Davon sind drei Leute. Nämlich einmal ich selber. Habe einen Daumen hochgegeben. Und noch zwei andere, tatsächlich, haben einen Daumen hochgegeben. Und der erste kommt aus Indien oder so. Also ist wahrscheinlich ein bezahlter Klick, ein bezahlter Daumen hoch, damit man weiter Geld investiert und sagt, wow, läuft ja, wow, Wahnsinn. Ja. Bisher haben sich meine Leute, meine Beiträge ungefähr 2 bis 3 Leute angeguckt, erreicht, wurden dadurch erreicht. Jetzt habe ich hier schon 280 Personen erreicht. Ja, was heißt denn das erreicht? Das wird ja überhaupt nicht aufgeschlüsselt. Was erreicht denn das? 280 Personen, davon sind 3 Leute, haben interagiert mit der Seite, nämlich ich, Nicke, ja, dann diese bezahlte Indisch Geschichte und dann jetzt einer, heute einer aus Deutschland tatsächlich, der einmal Daumen hoch auf für Fahrradsalon. Aber das bringt doch auch nichts. Also wie zur Hölle macht ihr das? Wie zur Hölle macht man das? Dass man... Also bescheuert. Hört mich. Dass ich da so dumm bin und nicht weiß, wie es funktioniert. Hätte ich mal bloß damals angefangen, damals ging das los mit Chat. Hätte ich mich damals bloß richtig reingehangen. Ich wollte ja. Richtig war. Ich hab mir so gedacht, naja. Das ist bestimmt, das sieht richtig ab. Und das macht ja auch richtig Spaß. Und damals hat man sich damit beschäftigt. Und damals war, wann war das? 1900 und... Ich hab's gleich. 96. Tatsächlich. Ich überlege noch mal kurz. Ja. 1996. Da gab es diese 56 Kilo Modem-Geschichte. War das 96 oder noch früher? Muss man gleich mal nachgucken. Und ich habe mit einem meiner Kumpels, habe ich dort gesessen und haben uns überlegt, wie wir was programmieren können, dass wir Klicks generieren können. Also damals war ich ein bisschen cleverer noch, tatsächlich. Ne? Auf die alte Art und Weise. Und wer kennt nicht noch dieses Einwählsignal? Ding, ding, also wirklich witzig, witzig. 98. Also nach einem Tag Erfahrung, oder nach einem Tag muss ich jetzt sagen, sind meine Erfahrungen so, dass es natürlich alles zu 90% bezahlte Klicks wohl werden, die dann darauf gehen und natürlich... Das ist ein bisschen schwierig, weil die Leute ja auch interagieren müssen mit der Seite ein bisschen und ehrliches Interesse natürlich haben. Das nützt nichts, wenn die einfach sich so in Indien verbreitet, unter Leuten, die dafür bezahlt werden, auf Beiträge zu klicken. Macht ja auch keinen Sinn. Also die 17 Euro kann ich abschreiben auf alle Fälle und werde das nicht mehr machen. Oder irgendjemand erklärt mir, vielleicht, wie es wirklich funktioniert. Weil so funktioniert es nicht. Wäre ich mal damals dran geblieben mit dem 56K Modem 1998. Da wäre ich heute ein Mega-Crack oder so, ja. Aber ich habe mich dem Ganzen komplett abgewendet. Für eine Zeit. Na, mein Schatz, was los?
Ja, ich auch. Schauen wir mal, wie es am Ende der Woche aussieht. Sieht das aus, hier, wenn die Armbrot hier essen wird. Aha. Ja, und schon sind wir in einer Wohnung und ich muss jetzt hier ja, was raussuchen, was verkauft ist, einpacken und wegschicken. Das mache ich jetzt schnell. Eine Prospekt. Ja, jetzt verkauft. Verkauft. Dann so geht der Zweck. Licht aus und los. Der Dennis ist da. Hallo, Mann. Hallo. Blumen. Ach, du hast ja viel gesehen. Ist das dritte, wo sie ihr Flugpulver verstreut oder was? Wo keins mehr da ist oder so? Und sie ist die Verantwortliche für das Flugpulver? Ja. Und dann müssen Leute sorgen. Ja. Ich habe Angst. Ich bin schockiert. Ja. Mit Essen, naja, aber. Oh, ja, aber nee. Das auch? Kennst du auch, Dennis? Was ist das? Das ist Barbie. Nee, das kenne ich leider nicht. Super Prinzessin? Das hast du noch nicht gesehen? Meine Güte, kannst du ja gar nicht mitreden. Dafür hast du ein Wellness, da habe ich ein Wellnessriegel. Du kommst ja hier, kann man sich ja tatsächlich. Also, ich konnte es mir angucken halt. Gut, kann man sich auch angucken. Naja. Also man kann Eiweißriegel und jetzt noch ja, eben gab es so ein leckeres Stück Proteinriegel, während meine Familie königlich Lachs erzählt. Ja. Ist Ihre Portion da? So hört sich das. So macht man das.